Bei dieser Fragestellung sind im Wesentlichen zwei Konzepte der Vermietung zu unterscheiden. Das erste ist eine unmöblierte, unbefristete Vermietung oder möbliert für Wohnen auf Zeit. Wichtig dabei ist auch das Thema Lage und Größe der Wohnung. Ist die Wohnung zu groß, hat zu viele Zimmer, dann ist sie eher schwer zu vermieten. Denn Kurzzeitmieten oder befristetes Vermieten passiert doch eher im Bereich von 50 Quadratmeter Wohnung, maximal 2 Zimmer. Was die Lage betrifft, ist es wichtig, dass die Wohnung in der Stadt, in der sie vermietet wird, eine gute Infrastruktur hat. Das heißt, die öffentlichen Verkehrsmittel durchaus in der Nähe sein sollten und die kurzen Wege zur Stadt gegeben sind. Eine wichtige Frage ist auch das Thema der Ausstattung. Es ist nicht damit getan, ein paar einfache, billige Möbel in die Wohnung zu stellen, sondern hier sollte man schon auf eine hochwertige Möblierung und Ausstattung achten. Dazu gehören dann auch Dinge wie vollständige Küchenausstattung mit Besteck und Geschirr, ein Fernseher, gegebenenfalls DVD, Blu-ray-Player, Internetanschluss. Es muss also quasi hotelähnlichen Charakter haben, bis ins letzte Detail. Natürlich gibt es auch Risiken beim möblierten und befristeten Vermieten. Ein Thema ist der Leerstand. Sie müssen damit rechnen, dass Sie häufiger Leerstand haben wie bei einer unbefristeten Vermietung. Ein zweiter Punkt, den Sie bitte mit Ihrem Steuerberater besprechen sollten, ist, dass Sie Gewerbesteuer zahlen müssen, falls Sie diese befristete Vermietung regelmäßig machen. Ja. Genau, zu guter Letzt ist auch zu beachten, dass man bei häufigeren Mieterwechseln, bei befristeter Vermietung auch mit einer höheren Abnutzung der Wohnung und einem höheren Verwaltungsaufwand konfrontiert ist, da bei jedem Mieterwechsel eine komplette Inventarliste erstellt und abgeglichen werden muss. Das wäre es soweit zu diesem Thema. Haben Sie weitere Fragen? Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Auf Wiedersehen.